Was kann ich für Sie tun, Belikov? Natürlich, hier entlang. Setzen Sie sich ruhig. Ja. Nein, sagt Nikita, dass ihm auch sonst niemand traut. Was glaubst du, warum niemand mehr Durak mit ihm spielen will? Ich bin an meinem Schreibtisch. Ganz genau. Ja, stimmt. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, du auch. Bis morgen. Dimitri, was besorgt dich? Immer noch, mein Freund. Sie hat sich viel besser gehalten als ich. Ich wette, dass Mütterchen Russland länger lebt als wir beide.
Auf uns, Belikov. Zwei alte Krieger stolpern durch die Dunkelheit. Sag mir, Freund, warum bist du wirklich hier? Bitte halte mich nicht zum Narren, Dimitri. Ich weiß, dass du der Maulwurf bist. Was nun? Willst du mich umbringen? Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Warten. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Belikov. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! War nicht sicher, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Там. Я нашел не запродю дверь. Нету никакого оправдания актуально. Некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы. Что вы это предотвратить? Понятно? Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um. Hier, Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na los, hier entlang. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Товарищ, марше пустись нас. Ладно.
keine Metalldetektoren für uns. Wir gehen außen rum. Куда-то вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех, без исключения. Вы должны пройти досмотр. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Вайтон нет, но койди мёсти. Тачи напротив. Принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Поставите, Беликов. По-моему, я здесь нет. Пойдем. Когда вы прибыли? А, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Какое совпадение? Я как раз над ним на прием. Обязательно передам ему привет от вас. Vor solchen Arschlöchern müssen wir uns hüten. Ausrüsten. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. И прежде чем Кравченко успеет... А ну-ка, стоп! Hier geht's zum Tresor.
огонь на корабли! Wir müssen unbedingt die Evakuierung sichern. Ein Gaskanister in den Schacht. Gut, gehen wir zum Tresor. Zeit, bevor sie durchbrechen. Das ist die Liste, Bell. Kopier sie auf eine Diskette. Uns läuft die Zeit davon, Bell. Die schneiden sich durch die Tür. Pass durch die Tür durch. Bereit machen. Sie kommen.
Zeit für Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lass die Waffen fallen und erkennt euch. Sonst stirbt er. Wenn wir loslegen, zieht Bellic auf eine Maske über. Jetzt gebe Deckung. Alarmiert. Riegeln das Gebäude ab. Wir müssen uns rauskämpfen. Brauchen schwere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Bei dem Aufzug, mit dem Sie mich runtergebracht haben, sind, haltet immer auf den Hof zu. Mach die Ladung bereit, Bell. Los geht's, Bell. Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Mordschaos verursacht. War es das wert? Edler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt.
Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Woods, komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich gebe dir meine sicher wie Scheiße Garantie, Hudson. Was gibt's? Ich musste eben Sind Sie verfügbar? Bereit? Sieht so aus. Ja.